please, SDK, gimp my right. Ich spiele ein Super Toxcat. 0.9.x. Super Toxcat. Huh, zu einem neuen Part von Super Toxcat. 0.9.x. Ich will was machen. Und ich ändere einfach. Oh, was habe ich gemacht? Ich bin scheiße. Ich bin echt ziemlich scheiße. Schnappi, schnapp. Gut, ich ändere das Design. Denn ich will jetzt in dem Design Ocean spielen. Einfach mal ein bisschen Abwechslung sorgen. Möchte ich einfach mal hier. Hier habe ich noch ein paar Trophäen bekommen. Was ist das hier zum Beispiel? Für eine. Ich spiele jede offizielle Strecke einmal. Welche habe ich noch nicht gespielt? Das ist die Frage. Strike trifft 10 Cards mit einer Bowlingkugel. R2 trifft dasselbe Card mindestens 5-mal in einem Rennen. Das haben wir schon. Interessant. Fahr ein Rennen mit mindestens 5 Runden. Das haben wir auch schon. Schlittere 5-mal, also drifte 5-mal. Goldfahrer gewinne gegen 3 Gegner. Wir müssen 3 Gegner in allen Einzelspieler-Modi. Okay. Benutze mindestens 10 Boni in einem Rennen. Haben wir auch schon. Gewinne 5 Einzelne hintereinander, haben wir. Sammle mindestens 5 Bananen in einem Rennen, haben wir. Verscheuche deine Gegner wie nervige Fliegen, zerquetschen in einem Rennen mindestens 5 Gegner mit Fliegenklatsche, haben wir auch. Gut, da haben wir eigentlich schon recht viele. Benutzername, Anfrage. Cool, mir hat jemand eine Anfrage geschickt. Ich nehme an. Zähl ich! Geil, danke! Domme, 1122. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber chillig. Ich habe Freude bei Super Discard. Nice. Bevor ich jetzt hier noch weiter rumtrödel, machen wir weiter mit der Story. Was ein bisschen dämlich ist, ist, dass jetzt die Reihenfolge von den Cards ein bisschen geändert wurde. Das heißt, wenn ich jetzt gleich hier erstmal die Garage fahre, um meinen Card zu ändern, natürlich könnte ich auch einfach Escape Card ändern, aber ich finde das so viel cooler. Die Reihenfolge ist total anders jetzt. Ich weiß nicht, mit dem ich noch nicht gefahren bin. Mit Wilber glaube ich noch nicht. Also mit Adyumi bin ich gefahren. Mit dem, ja, 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 Konki glaube ich auch, den beiden und dem hier. Dem hier. Ich fahre mit Wilber. Und die beiden hab ich freigeschaltet, weil ich den Endboss einmal besiegt habe. Genau. Und ja, ich kann jetzt auch auf Super Tux, der schwierigsten Stufe, fahren. Im Einzelspielermodus. Das ist schon ganz cool. Gut. Die Weihnachtsmütze ist immer noch auf. Wo ihr das Video wahrscheinlich jetzt schon Anfang Januar seht. Aber ich nehme das hier immer noch am 22. auf. Am 22.12. Und wir fahren jetzt die Strecke hier. Vulkaninsel. Die Silberphase. Ist auf jeden Fall schwieriger. Sie wird auf jeden Fall, ich sag auf jeden Fall die ganze Zeit, egal. Sie wird sicher sehr viel schwieriger, obwohl sehr viel ist vielleicht nicht. Jetzt hör mal auf, Profi, mich hier abzudrängen und fahr nicht in die Palme. Mann, du Fisch. Jetzt hat Profi mich auch noch rausgebracht hier, ey. Was soll das denn? Die Silberphase wird spannender, wird aufregender, wird schwieriger. In der Bronze-Staffel hätte ich nie so eine wie jetzt vor mir, die einfach wow, schon ein bisschen Abstand hat. Natürlich ist unser Ziel noch an ihr vorbeizufahren, an der Sarah. Oh. Das schaffen wir auch noch, hoffe ich mal. Ja, sollte machbar sein, wenn sie es keine krassen Items bekommt und wir einen Muffin bekommen. So muss es sein. Oh Mann, das ist nervig. Es ist sehr nervig. Schaut mal rechts oben, da steht Herausforderung gescheitert. War im letzten Part auch schon so, dass das rumgebackt hat. Ich stand einfach da, Herausforderung gescheitert. Obwohl es nicht gescheitert ist. Wenn wir das Rennen zu Ende haben, wird es immer noch als Herausforderung geschafft anerkannt. Entweder das Herausforderung gescheitert, da oben rechts stimmt einfach nicht. Oder
wir machen irgendwas falsch. Aber ich glaube nicht, dass wir was falsch machen. Wow, Amanda ist richtig heftig. Und schau, jetzt überholt sie uns schon. Sowas würde in der Bronze-Staffel nie passieren. Also in der Bronze-Phase. Ich hätte Zweiter bleiben sollen. Jetzt bin ich mit Basketball getroffen. Mäh. Das will ich doch gar nicht. Und wir fahren jetzt tatsächlich nur 2 Runden, ne? Fällt mir gerade auf. Muss ich nochmal alles geben hier, um an Amanda hier vorbeizukommen. Denn wir müssen natürlich Erster werden. Obwohl, weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht geschaut, welcher Platz ich werden soll. Okay, ich habe den Basketball. Das heißt, erstmal absetzen. Und jetzt einsetzen. Warum habe ich mich ein bisschen abgesetzt? Damit er nicht über ihn drüber springt, über den Ersten. Und ihn da nicht trifft. Das Problem ist halt jetzt, dass Sarah mir vorbeigefahren ist und mich jetzt mit einer Muffin beworfen hat, Mann. Warum? Jetzt bin ich sogar Vierter. Also sowas ist echt spannend hier. Hier geht's echt knallhart zu. Und wenn das hier die Silberstaffel ist, die Silberphase, wie sieht's dann erst in der Goldphase aus? Das wird interessant. Und vor allem die Driften, die sind trotzdem schneller als ich. Ah, nee, jetzt ist es hier schon fairer hier, jetzt drifte ich auch. Aber was cool ist, wenn man die Leute trifft mit einem Pömpel, also wenn man die nach hinten abfeuert, dann sind die wirklich bisschen blöder, wie bei Mario Kart, dass die, wenn die diesen Blooper im Gesicht haben, dass die auch ein bisschen schlechter fahren. Das klappt echt gut hier in Super Toxic Kart auch. Das finde ich echt cool. Was will der denn von mir? Soll ich verpissen? Als ob der mich noch... Der überholt mich nicht mehr. Der überholt mich einfach nicht mehr. Das kann er sowas von vergessen. Jo, das war knapp. Das war echt knapp, Mann. Vor allem, weil ich die 3 Bullenkugeln auch gar nicht getroffen habe. Und hier steht jetzt Herausforderung gemeistert. Das ist einfach ein blöder Bug, mit, dass da oben steht. Herausforderung gescheitert. Wenn man das nicht weiß, dann will man es gleich wiederholen und dann passiert es wieder. Das muss auf jeden Fall gefixt werden. Wie der Puffy sich freut. Das ist ja süß. Herausforderung gemeistert. Und hier bekommen wir auch 9 von 10 Punkten. Ne? Das ist jetzt klar, warum jetzt 9 von 10. Also immer, wir bekommen jetzt immer 9 Punkte, wenn wir was eine Silbertrophäe gewinnen. Und 10, wenn wir eine goldene. Und 8, wenn man eine Bronze gewinnt. Genau. So. Dann fahren wir... Oh je, nicht diese Strecke. Da habe ich Angst davor, vor Treibsand. Nitro-Punkte. 15 Nitro-Punkte. In der Zeit von 3 Minuten 15. Das wird schwierig. Das heißt, nur Nitro sammeln und sonst nichts. Aber kein Nitro einsetzen. Mit dem ganzen Nitro könnte man sagen, please SDK, gimp my right. Oh Mann. Ich stelle mir gerade vor, wie das wäre, wenn man in Super Mario Kart sein Auto aufpimpen könnte. Also aufmotzen und auftunen könnte. Aber ich glaube, das wäre nicht so cool. Obwohl... Ne, ich weiß gar nicht, ob das so cool wäre. Okay, kein Nitro einsetzen. Aber driften darf ich trotzdem. Ich fahre jetzt immer den Weg, weil der einfach schneller ist. Glaube ich. Und ich durchaus Zeitprobleme habe. Und ich nicht mitgezählt habe. Mann! Ich glaube, bei 4 sind wir gerade. 5, 6, 7. Fast bei der Hälfte. Und wir haben noch 2 Runden vor uns. Das ist voll okay. Zeittechnisch, wie lange war die Zeit? 3 Minuten 15. Eine Minute haben wir gerade gebraucht. Wir haben noch 2 Minuten. Ja, sollte machbar sein. Wenn wir jetzt uns keine größere Schnitzer mehr erlauben, sollte das so, so weit so gut werden und passen. So, vor einer Woche war ja Silvester, beziehungsweise vor kurzem, ich weiß gerade nicht ganz genau, wann das Video rauskommt, aber, ja, es war Silvester und wie habt ihr Silvester verbracht? Das würde mich gerade interessieren. Was habt ihr an Silvester so gemacht? Habt ihr, so richtig knallen lassen, ne? Oder wart ihr auf einer Party oder... Was habt ihr gemacht? Würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Okay, passt.
Ich glaube noch eins oder zwei Nitro-Fläschchen brauchen wir. Also zeittechnisch geht's auf. Es wird so noch 10 Sekunden oder so übrig bleiben, denke ich. Brauchen für eine Runde geschätzt eine Minute. Und dann ist es okay. Noch ein bisschen driften, ein bisschen Zeit sparen. Und jetzt? Oh, ich wollte es doch gerade noch einsammeln. Oh Mann. Das war gerade ein bisschen blöd. Und ich würde es freuen, wenn ich mal ein Nitro bekomme. Das wäre mir lieber als eine Klatsche. Ich meine, wen soll ich hier klatschen? Es gibt keinen. Die Nitro-Flaschen klatschen oder die Bananen. Bananen klatschen. Keine Ahnung. Okay, jetzt haben wir es gleich geschafft. Achtung, Geräusch. Nein, noch einmal. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich habe das Geräusch nicht gehört. Weil die Nitro-Anzeige ist ja voll, oder? Ja, im Notfall fahren wir es dann nochmal. Aber ich glaube, wir haben es doch geschafft, oder? Ja, ich habe das Geräusch nicht gehört, dass Nitro voll ist. Komisch, egal, wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Vielleicht ist auch nur ausgefallen oder ich habe einfach nicht zugehört, das kann auch sein. Gut, gut. Ein Rennen geht auf jeden Fall noch. Und ja, 8 von 10 und so weiter. Neue Strecken schalten wir eh nicht frei, weil wir ja schon alle freigeschaltet haben. Hacienda! So, jetzt hauen wir da weg. Hauen wir die weg. Und jetzt können wir so viel Nitro einsetzen, wie wir wollen. Und oh, es ist immer so das geile Gefühl, wenn man sich nicht an sowas halten muss. Und einfach so viel Nitro einsetzen kann, wie man will. Und so weiter. Und hier ist der Endboss mit der Zipfelmütze, gegen den wir vor ein paar Parts. In Part 12. Die wir den da besiegt haben. Also ich werde schauen, dass ich den nächsten Part erst wieder aufnehme, wenn die keine Zipfelmützen mehr haben, weil es vielleicht ein bisschen komisch ist. Aber naja, mal schauen. Es liegt halt daran, dass ich am 22.12. gerade noch aufnehme. Und deswegen die alle eine Zipfelmütze tragen, bis auf Puffy, der kann keinen tragen, weil er ein Fisch ist. In einem Aquariumauto. Oh, nicht gegen Pfosten fahren. Oh man, was tue ich hier? Jetzt habe ich sogar Puffy über... Hol, du Fiesling, du! Puffy? Mit dir wieder eine Rechnung offen? Ich wollte gerade Schutz einsetzen. Aha, ich hab's verkackt. Aber Puffy, jetzt... Ich fahre an dir vorbei, glaub mir. Und zwar jetzt. Oh! Ich wollte doch nicht die Dinger setzen, die. Oh, ich wollte die Bullykugel auf den Urlaub schießen. Und Alter! Was passiert ist in der 0.9.2? Die Comms sind schwieriger zu treffen. Die haben echt eine. Die sind echt gut jetzt im Ausweichen geworden. Oh, Basketball trifft zum Glück immer. Außer wir fahren durch enge Räume dann nicht. Dann bleibt der Basketball hängen. Oh, haben wir gerade Nolok getroffen oder war es jemand anderes? Weil er gerade getroffen wurde von irgendwas. Gut, ich behalte meinen Schutz mal noch ein bisschen. Da kommt Basketball angehüpft, wie ich sehe. Habe ich recht? Do I have right? Gut, ich sehe eigentlich nichts. Deswegen setze ich einfach mal Schutz ein. Was ich noch sagen wollte, nach der Silberphase wird es wahrscheinlich eine Super Discard Pause geben, weil ich ein anderes Projekt bringe und es sonst zu viele Projekte auf einmal wären. Und ja, viele haben gefragt wegen der Roomtour, wann es die geben wird. Ich strenge mich an, dass sie Anfang 2017 kommen wird. Zu dem ersten Halbjahr, in der ersten Jahreshälfte von 2017.
Und ja, was kann ich noch zu sagen? Silvester Special könnt ihr noch anschauen von mir. Mein Intro Special, alle meine Intros. Könnt ihr euch gerne anschauen und wir haben den Silberpokal erreicht. 9 von 10 Punkten. Dann haben wir 206 Punkte. Und ja, im nächsten Part fahren wir dann die Strecke da oben. Diese Strecke hier ist die alte Mine, soweit ich das weiß. Die alte Mine fahren wir. Dann fahren wir noch die anderen beiden Strecken dazwischen. Und zwar sind es Minigolf und im grünen Tal. Genau, dann darfst du anschauen. Ciao, euer Ziggerfreak. Schaut euch an, wie Gimp da sich freut und grinst. Schalt ein, wenn es wieder heißt. Please STK. Please STK. Gimp, my ride. Das anschauen. Ciao, euer Ziggerfreak. Tschüss. Ciao.